Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ich bin der Sashi und das da ist der Clint von dem YouTube-Kanal Gonzales und Clint. Immer abchecken. Aber erstmal hallo, ne? Das muss ja auch. Ja, sag doch einfach. Hallo, na, musst du sagen. Hallo, na. Ja, das ist doch dein hier. Spruch. Hashtag hallo, na. Ist doch dein Spruch? Immer. Ja. Ich kann außer jetzt gerade eben. Ja, aber ich habe mal ein bisschen Impro. Ja. Wir haben heute den 25. August und am 25. August haben wir sogar ein Geburtstagskind. Ja, wer ist 1987, Amy MacDonald. Junges Hühnchen. Ja, schottische Sängerin mit, ich glaube, ich kenne auch nur einen Song, das ist This is Alive. This is Alive. This is Alive, aber mehr kenne ich auch wirklich. Also, doch, die hat auch ein paar mehr gemacht. Ja, wahrscheinlich, aber ich kenne jetzt nicht mehr, so die mir jetzt spontan einfallen. Ich merke schon, du kennst gar nicht aus. Nee. Aber das Lustige ist, ich kenne auch kein anderes. Ja, ah, ja. Guck mal! Ja. Am 25. August 1991 hat Michael Schumacher sein Debüt in der Formel 1. Wann? 1991. Oh, guck mal. Ja. Im belgischen Spa ist er gefahren, damals für den Jordan. Das waren die gelb-blauen. Kann sein. Weiß ich nicht. Ich hoffe es. Ja, möglich. Auf jeden Fall ist er da eingesetzt worden für den Belgier Bertrand Gachon, der mit der Justiz irgendwie in Konflikt geraten ist. Sagen. Und dann ist der... Hat Schumi gesagt, für dich fahre ich, oder? Ihm wurde gesagt, also du darfst jetzt fahren. Ah. Und zack, hat er 2006 hat er aufgehört als Rekordweltmeister. Ja. Kennt und gut, dass du mir jetzt die Steilvorlage gegeben hast. 1991, da haben wir hier so einen Sprintstar, haben wir hier gleich, hier Carl Lewis. Ja. 100 Meter hat er. Rat mal, welche Zeit. 9,9. Fast. 9,86. 9,86. Auf 100. Ja, ich habe überlegt, was war das? War ganz schön flott unterwegs, der Junge. Ja. Was machst du so auf 100 Meter? 21. 21, ja, genau. Wahrscheinlich. Ja. Aber guck mal, die Frisur, die ist auch hier. Kennst du Carl Lewis noch? Sicherlich. Nee, sag mal. Nein. Nee. Das gibt's doch nicht. Ich habe den sogar noch... Sprinten sehen, ne? Ja! Ja, der ist, da, ich auch jetzt hier. Der ist im Prinzip an mir vorbeigesprintet. Ja, bei 9,86 ist ja auch logisch, dass der ein bisschen Zip macht und nicht so wie ich jetzt hier. Ja, aber am 25. August... Haben wir noch was? Ja, oh. Am 25. August 1967 war die 25. Funkausstellung in Berlin und da ist das Farbfernsehen eingeführt worden. Mensch. Ja, deswegen sagt man heute auch live und in Farbe. Das war damals dann was... Das war was Besonderes. Ja, was Besonderes. Da wurde die ganze Familie rangeholt, setzt da so mal hin. Guck mal, der hat ja sogar Farbe, ist ja nicht in Schwarz-Weiß. Mensch, wie viel Fernseher habt ihr denn? Ja, ein. Oh, reicht auch, ne? Ja. Wie viel hast du zu Hause jetzt gerade? Ein. Reicht ja auch. Ne, wie viel Geräte hättest du jetzt rein theoretisch, wo man Fernsehen gucken kann? Achso. Ja. Drei. Drei. Also ein Tablet, ein Handy. Fernseher. Und ein Fernseher. Ja. Nicht mehr? Nein. Ist aber schwache. Ja, aber. Du bist doch Let's Player, da musst du doch. Aber. Du musst doch noch mehr. Noch mehr. Du musst mehr haben. Okay, dann werde ich jetzt mal zusehen, dass ich noch mehr Geräte habe, mit denen ich... Du musst mehr. Immer mehr. Ja, ich weiß. Ja. Mehr ist immer... Das ist wie neu ist immer besser. Deswegen ist mehr auch immer besser. Ja. Gut. Genau. Neu und mehr ist immer besser. Und wenn ihr jetzt Bock habt, noch mehr von Clint zu sehen... Und was Neuem. Weil neu ist ja immer besser. Und mehr auch, haben wir jetzt gerade rausgefunden. Ja. Ja. Und die Videobeschreibung abchecken. Ja, einfach bei Gonzales und Clint reingucken. Ja. Hier ein Abo dalassen, da ein Abo dalassen, über mal einen Daumen. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Ja, hoffe ich. Ich sag Cheerio, Miss Sophie. Ja, halt die Haare, lass wehen, ne? Das wollte ich doch jetzt sagen. Ja, mit dem Mann, ey. Kriegen wir schon hin. Irgendwann schaffen wir das. Irgendwann.